Guten Tag und herzlich willkommen bei Insolvenzrecht Dresden TV. Der Kanzlei Ulrich Orion. Pressemitteilung. Auch ohne Erwerbstätigkeit ist die Restschuldbefreiung möglich. Ein Schuldner kann Restschuldbefreiung auch ohne Erwerbstätigkeit erwarten, wenn er Kleinkinder betreut hat. Rechtsgrundsatz. Der Umfang der Erwerbsobliegenheit des Schuldners zur Restschuldbefreiung richtet sich nach den familienrechtlichen Unterhaltsbestimmungen. Bundesgerichtshof, Beschluss vom 3.12.2009, Aktenzeichen römisch 9, ZBI, 139, 07. Am 4.10.2006 beantragt der Gläubiger, die Restschuldbefreiung bezüglich des Schuldners zu versagen. Begründet wird der Antrag damit, dass der Schuldner trotz Aufforderung der Treuhänderin keine Auskünfte zur Erwerbstätigkeit während der Wohlverhaltensperiode erteilt habe. Der Schuldner hat ein Kind betreut, welches 2006 9 Jahre alt ist. Der Schuldner beruft sich darauf, dass wegen der Kindesbetreuung keine Erwerbstätigkeit möglich war. Rechtsgründe. Es ist in erster Linie dem Familienrecht zu entnehmen, in welchem Umfang ein Elternteil arbeiten muss, wenn es die Kindesbetreuung ausübt. Nach § 1570 Bürgerliches Gesetzbuch und den dazu entwickelten Maßstäben besteht bis zum 8. Lebensjahr des Kindes grundsätzlich keine Erwerbsobliegenheit. Dies kann im Einzelfall auch für ein bis 11 Jahre altes Kind gelten. Wenn eine zumutbare Tätigkeit nicht ausgeübt wird, könnte auch demnach kein pfändbares Einkommen erzielt werden, so liegt keine Gläubigerbeeinträchtigung gemäß § 295 Insolvenzordnung vor. Der Rechtstipp. Der Schuldner mit Kind sollte darüber informiert sein, ab welchem Kindesalter welche Erwerbspflicht besteht. Ansonsten droht Versagung der Restschuldbefreiung. Den vollständigen Text und Links finden Sie unterhalb des Videos. Möchten Sie regelmäßig über neue Pressemitteilungen informiert werden? So abonnieren Sie doch einfach unseren Videokanal. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Pressemitteilung und auf Wiedersehen.